Hem Bahadur Motra, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Tiefe Geothermie, innovative Ermittlung thermomechanischer Gesteinsparameter. Guten Tag von meiner Seite. Ich möchte heute gerne ein bisschen vorstellen, dass tiefe Geothermie, wie kann man das Parameter, das mechanische Parameter und dann thermische Parameter bestimmen das. Sie können hier, das ist unterschiedliche Bild abbilden, das tiefe Geothermie. Sie weiß alles, das ist in pro Kilometer in tiefe Geothermie fast 30 Grad mehr Temperatur. In Norddeutschland sehr viel Möglichkeit, wir haben das tiefe Geothermie, das Sie können ganz oben rechte Bild anschauen, genauso das. Wir können, das ist in Norddeutschland fast 100 Grad, fast 3 Kilometer tief, alles heiße Wasser oder tiefe Geothermie kann man ermitteln. Ich kann ein bisschen mein Projekt auch Italien, das ist in Italien unterschiedliche, das Bohnenkörner, ich habe 13 Bohnenkörner auch Leonardo, das auch Nähe von Pisa abgeholt und dann ich habe unterschiedliche Parameter, mechanische Parameter und dann thermische Parameter bestimmt. Das ist mechanische und thermische Parameter brauchen, das ist alles in Modellierung. Und dann, wie kann man, wir haben unterschiedliche Verfahren, das ist genauso Messungen, das Seismikkeit Messungen, unterschiedliche Temperatur und dann Druck und dann thermische Parameter, zum Beispiel Warmleitfähigkeit und dann seismische Parameter auch kann genauso bestimmen, genauso in situ Randbedingungen und dann diese Gleichung kann man auch kalibrieren und dann nutzen unterschiedliche Regionen auch das. Und dann hier, Sie können ein paar unsere Ergebnisse sehen. Ganz oben, seismische Geschwindigkeit, XYZ-Richtung, in P-Welle-Geschwindigkeit, dann S-Welle-Geschwindigkeit, unterschiedliche Richtung bis 0 oder 12 Megapascal bis 3000 Megapascal. Und dann Temperatur, wir haben fast 700 Grad genauso ermittelt. Und dann Sie können auch thermische Parameter ermitteln das auch und dann wir können diese alles diese thermische Parameter und dann seismische Parameter für wie kann man unsere Modellierung das nutzen genau für auch diese alles diese Parameter. Dankeschön.